Die App SimCity Build It von Electronic Arts ist der König unter den Aufbauspielen. Schon auf dem PC war die Reihe sehr erfolgreich. Das Prinzip des Spiels lautet: ganz viel bauen und dabei zusehen, wie die Kleinstadt langsam zur Weltmetropole heranwächst. Damit die Steuereinnahmen sprudeln, sollte man stets die Bedürfnisse der Bewohner im Blick haben. Denn die ziehen auch mal weg, wenn etwa die Luft zu schlecht ist. Für Abwechslung sorgt die Möglichkeit, mit anderen Bürgermeistern interagieren zu können oder sogar gegen Städte in den Krieg zu ziehen. SimCity ist ein Klassiker und gehört ins Portfolio aller Städtebaufans. Aber auch Anfänger haben es mit der App leicht. SimCity Build It ist kostenlos für Android und iOS verfügbar. City Mania von Gameloft ist ebenso eine gelungene Städtebausimulation. Die Entwickler haben die Spielwelt liebevoll designt. Der Cartoon-Stil ist eine willkommene Abwechslung. In einer Art Tutorial lernt man zunächst, wie man sich im Baumenü zurechtfindet oder Rohstoffe erlangt. Während die Stadt wächst, begegnet man immer wieder verschiedenen Charakteren, die freigespielt werden können. Man benötigt sie etwa, um verschiedene Missionen abzuschließen. Wie bei SimCity kommen natürlich noch hunderte verschiedene Gebäude und Wahrzeichen hinzu, die das Spiel recht komplex machen. Alles in allem kann man die App jedem Smartphone-Stadtplaner ans Herz legen. City Mania gibt es kostenlos für Android und iOS. Auch Townsman von Handy Games sollten alle Liebhaber von Aufbauspielen einmal ausprobiert haben. Im optischen Stil von Siedler muss man hier eine mittelalterliche Stadt errichten. Einsteiger könnten bei den vielen verschiedenen Rohstoffen wie Bretter, Traubensaft oder Brot schnell den Überblick verlieren. Auch ansonsten ist das Spielsystem vergleichsweise komplex. Das sollte allerdings niemanden abschrecken, denn die Entwickler machten bei diesem Spiel vieles anders, aber langweilig wird es selten. Auch Townsman gibt es kostenlos für Android und iOS.